Niederdorf im Pustertal war am Wochenende ganz in Schützenhand. Das 23. Alpenregionstreffen der Schützen zog allein am Sonntag rund 250 Fahnenabordnungen und weit über 6000 Teilnehmer aus Nord-, Ost-, Süd- und Welschtirol sowie aus Bayern ins Pustertal. Mit ihren Trachten verwandelten die Schützen, Jungschützen, Marketenderinnen und Jungmarketenderinnen sowie die vielen Musikanten die Gemeinde Niederdorf in eine bunte und leuchtende Gemeinde. Diözesanbischof Ivo Muser zelebrierte zu Christi Himmelfahrt den Festgottesdienst und mahnte zum Frieden. Das Alpenregionstreffen bezeichnete der Oberhirte der Diözese Bozen-Brixen als farbenfrohes Friedensfest sowie als Fest der Bekenntnis zur Heimat. Eine patriotische Rede hielt Günter Platter, der Landeshauptmann des Bundeslandes Tirol. Er verurteilte die Zerreißung Tirols. Die Schützen schauen immer wieder, was ist für die Zukunft notwendig. Die Schützen sind natürlich dafür da und stehen für den Schutz der Heimat. Aber auch die Vertretung der Werte. Herzlichen Dank, dass wieder diese Feldmesse stattgefunden hat, eine Zelebration vom Herrn Bischof. Das sind Werte, die man auch in der Zukunft weiterzutragen hat. Zur Ehre Gottes, der Regierenden und der verstorbenen Kameraden und Freiheitskämpfer wurden am Wochenende Ehrensalven abgeschossen. Böller untermauerten die Feierstimmung in Niederdorf. Beeindruckend war der große Festumzug. So viele Menschen in Tracht wird die Pustrer Gemeinde Niederdorf bis am Sonntag wohl noch nie gesehen haben. Welche Ziele verfolgen die Schützen mit diesem Treffen? Unser Ziel ist sicherlich, die Kameradschaft zu pflegen, den Zusammenhalt zu pflegen, die starke Einigkeit zu präsentieren im ganzen Alpenraum, das Tirolertum und unsere Bräuche hochzuhalten. Wie viel Organisation braucht es für ein solch großes Fest? Es braucht eine sehr, sehr riesengroße Organisation. Wir haben uns vor 3 Jahren beworben, haben dann die Zusage gekriegt von der Bundesleitung des Südtiroler Schützenbundes, dieses Fest auszutragen. Und ich muss sagen, 2 Jahre arbeiten wir schon daran, an den Vorbereitungen und das letzte halbe Jahr sehr, sehr, sehr intensiv. Wie ist es möglich, dass eine Schützenkompanie ein solch großes Fest austragen kann? Wenn man bedenkt, bis heute waren in Südtirol die Alpenregionstreffen immer in einer Stadt abgehalten worden. Wir sind eigentlich das erste Dorf, das das Alpenregionstreffen austrägt. Und wir mögen stolz sein, dass die ganze Bevölkerung von Niederdorf, sei es die Vereine, auch die Gemeindeverwaltung, alle zusammenhalten. Ohne Zusammenhalt der ganzen Bevölkerung wäre dieses Fest nichts zu schaffen. Hier gebieten Ihnen alle ein ganz, ganz großes Tiroler Vergelt's Gott.